So, ich habe uns schon mal wieder aus der Höhle rausgeholt, damit wir da hin können. Und da hinten ist er doch, glaube ich. Nicht wegfliegen! Der will jetzt nicht abhauen, oder? Oh, okay, Moment. Muss mal kurz umsatteln. So, da ist er. Das könnte der Veteran Kutko sein, nach dem wir suchen. Nach seinem typischen Schein. Blablabla. Darüber lassen Sie sich darüber nachdenken. Einfach anfangen. Oh shit, habe ich mich geheilt? Musste ich mich heilen? Okay, lass uns den Kampf beginnen. Ja, man kann die am... Ach, man kann den Kopf brechen. Tja, generell schwierig zu sagen. Cheer up. Erstmal Attacke steigen haben. What? Das war's? Das war der Angriff? Ja, versuchen, den Kopf zu treffen. Okay, Breaking Parts gibt, also gibt uns bessere Rewards. Okay. Dann wollen wir mal den Kopf zerschmettern. Eben mal schön auf die Rübe. Bam. So, und weiter auf den Kopf. Und gewonnen. Head is broken. Okay. Der Kopf ist gebrochen. Damit kann er nicht mehr tackeln. Das ist gebrochen. Das sieht aber eigentlich anders aus, wenn er bricht. Egal. So, wir reiten los. Und ride on. Komm, Kollege. Power sollte gegen Tisch helfen. Oh nein, er macht Speed. Na toll. Ja, okay. Das passt wieder. Und nochmal, komm. Ja. So, und jetzt aber der Super Skill auf Level 3. Autsch. Bam, bam, bam. Kennen wir ja schon. Ich lasse es trotzdem laufen. Sieht immer wieder gut aus. Oh, das war's auch schon. Und damit auch diese kleinen Nebenquests abgeschlossen. Cool, cool, Scale. Rang S. Nice. Okay. Damit haben wir eine Nebenquest gemacht und die Hauptquest. Oder? Also, wir sind doch gerade in der Hauptquest. Oder gibt es noch eine andere Hauptquest? Hab gerade eben kurz zu lange Pause gemacht. Okay. Ja, das ist die Hauptquest. So. Dieser Jan Kuku ist, ja, besiegt. Du kannst... Oh, du kannst die Location seines Netzes verfolgen auf dem Bottom Screen. Okay, also unten. Bei euch auf dem Bildschirm gerade rechts. Das Katzbeval, Katzbär, also das Rad wird wahrscheinlich da sein. Wir sollten es nur runter, also track it down. Nach einem Kampf kann es sein, dass ein Monster retreat, also sich ergibt.
Nein, flieht. Ach so, zu seinem Retreat. Also zu seinem nahen Nest. So kannst du sein Ei bekommen, wenn du ihm folgst. Okay. Pioniert you. Okay, das Nest Position. Okay, die. Okay, alles klar. Paintballs, dafür sind die da. Okay. Da ist er. Nehmen wir doch gleich mit, dann habe ich endlich mal einen Giant Kutku als Haustier. Bootbauen, yeah. Und noch mehr Bootbones. Okay. Na komm, wir gehen da jetzt zusammen rein. Gut, so funktioniert das also. Dann wissen wir Bescheid, wie wir die Monster, die wir killen, auch jagen können. Farbball. Ich muss ein paar Farbbälle herstellen. Gut, ihr könnt mich alle mal. Ich habe gerade keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ich gehe einfach an euch vorbei. Und sammelt vorher noch ein bisschen Knochen und so. Und da sind wir schon am Nest. Die Frage ist, müssen wir jetzt nochmal gegen den kämpfen? Oder hat er sich schlafen gelegt? Attacke! Okay. Können besonders aggressiv sein? Ja, dann besiegen wir es jetzt. Ah, okay. Er ist in Rage. Ich verstehe. Los geht der Spaß. Oh nein, er ist schon wieder am Tackeln. Oh. Immer auf die Glocke. Ich glaube, es kommt endlich mal der Moment, wo wir doch ein wenig auf Heilung und so weiter setzen. Ah, toll. Verloren. Cheat! Erstmal wird es Zeit, dass der weniger Schaden macht. Und wir halt mehr, ne? Das ist meine so typische Anfangsattacke quasi. Erstmal buffen und dann draufhauen. Feuerball. Na gut. Schon nicht mehr ganz so schlimm. Und, Power. Na gut, hat gut geklappt. Aktuell greift er niemanden an. Haben wir Skills offen? Bam. Oh, ich muss auf mein Leben achten. Und auch auf seine. Easy. Oder jetzt auf unsere. Ah, toll. Der haut uns jetzt runter, oder? Oh, süß! Komm schon, Technik, ja. Und fertig. Gib ihm. Oh, er kann auch mal Feuerball casten.
Und kick, 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 kick. Ich weiß, ich muss mal langsam auf meine anderen Monster gehen. Düpp, 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 düpp. Auf jeden Fall haben wir es besiegt. Nice, und jetzt können wir einen Kutku holen. Hoffentlich. Good job! Der Veteran Kutku wurde besiegt. Du bist ein großartiger Reiter geworden. Guck, die Räder. Okay. Wir haben sie bekommen. Sehr nice. Lass uns zurück zur Kohlmine. Und vergiss nicht, ein Ei mitzunehmen, während wir schon hier sind. Und vor allen Dingen als der anderen Scheiß. Zerplant. Okay, und absteigen. Dann mal gucken, was bekommen wir für ein schönes Ei. Aha. Es sieht aus, als wäre das ein gutes. Das wird wahrscheinlich ein Kutku sein. Steht ja auch drauf, Kutku-Nest. Okay. Ja, wir sind so bereit, wieder zu verlassen. Okay. Ich frage mich, ob es so richtige ältesten Drachen hier drin gibt. Nicht beantworten. Bitte nicht in den Chat schreiben oder so. Ich lass mich da echt überraschen. So, wir haben auf jeden Fall alles jetzt und können zurück. Ich meine, wie geil sieht das denn aus? So ein, keine Ahnung, kleiner Camellios. Stone, Stone. Nun erstmal zurück. Wir haben ja noch ein Ei, dann haben wir gleich hoffentlich ein Kutku, wenn ich das nicht missinterpretiere. Nein, renn! So. Ich meine, nein, renn! Da oben, der Sentis. In die Schweizer Alpen. Werde ich gerade verfolgt? Schaut nicht so aus. Schmetterlinge mitnehmen. Schmetterlinge brauchen wir auf jeden Fall, um Rüstung zu verbessern. Und ich habe ja noch eine Nebenquest mit den Bitterbugs. Bitterbugs. Tap, 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 tap. Da lädt aber was krass. Okay. Die Ärzte und so. Dü-dü-dü-düm. Festhängen, festhängen. Ich sehe schon die Windmühlen da hinten vom Dorf. Nicht runterfallen, kleine Mieze. Wusch, wusch, wusch. Und da wären wir. Die Schilder hängen total krumm von Hakum Village. Da sind wohl ein paar Monster gegen gerasselt. Gucken, was das Handy sagt. Okay. So, und dann, ich will das Ei einmal kurz ausbrüten. Los, gib mir das Ei. Manage X, Hedge. Ja, ja, ja. Und los geht's. Attacke plus 1. Yeah, Defense hoch. Na? Es ist ein Giant Kutku. Neu. Es ist aber ein kleiner Giant Kutku. Sweet. Nein, nicht umbenennen. Okay, nice, 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 nice. Haben wir ihre Aufgabe da hinten auch gelöst? Nein.
Ach ja, die Bitterback-Aufgabe hier. Tada! Und hoch ist er. Scheint gut, Level 2. Noch eine Aufgabe. Okay, was möchtest du denn? Ein Unique Mushroom, alles klar, den kann er haben. Haben wir genug von? Tada! Und scheint gut Level ab. Keine Aufgabe mehr. Ach, Entschuldigung. Oh, ich Idiot. Ich weiß, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen noch das Rad zurückbringen. Okay, Mr. Blacksmith. Danke, dass du auf Japanisch redest. Gerade... Cephalos haben wir aktuell nicht. Barrett haben wir auch noch nicht gekillt. Wir können mal gucken, was das hier gibt. Und 750 Cent, die können wir uns gerade so leisten. Der Daimyo Hermitaure, von dem brauchen wir jetzt Rüstungssachen, um weiterzukommen. Haben wir nicht. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob es was Neues gibt. Der Unterschied besteht halt definitiv in der Affinität. Ich lasse das mal aktuell, weil ich habe nicht so viel Kohle. Ja, danke. Wir müssen im Grunde das Dorf jetzt wieder verlassen, weil der Kater draußen ist mit den Rädern. Ich werde trotzdem mal schauen, eben kurz, ob ich Sidequests abgeben kann. Oder ob es neue gibt. Yeah, Level Up. Abtunot hat irgendwas gelernt. Tada! Und das können wir auch abgeben. Ach nein, das sollten wir vielleicht einfach mal abbrechen. Oh! Honigkeeper? Neue Quest? Scheint gut, nice. Jetzt kommen die ganzen kleinen Mini-Nebenquests. Na gut. Ach, wie war das? Wir sollen mal ab und zu für den Schrein beten. Mal gucken, was kommt da raus. Ah, Erfahrung so hoch. 10 Minuten plus 10. Da muss ich mal schnell schlafen und speichern gehen. Schlafen? Flop. Und speichern. Ich würde jetzt sagen, ich cutte einfach ein wenig, aber das ist beim Monster Hunter Stories wirklich ein bisschen aufwendiger. Einfach aufgrund des Hintergrundgedönsels und so. Ich hoffe, ihr seht es jetzt nicht allzu schlimm. Ich bin schon etwas müde, dass ich so leise bin. Aber ich möchte trotzdem auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken gerade. Zack, zack. Denn irgendwie bockt das Game schon. Weniger Ladebildschirme wären super. So, zack, komm her. Oh, ich werde irgendwann echt mal bekannt, wenn ich überhaupt bekannt werde, als der, der immer über die Ladebildschirme meckerte. Ich weiß nicht, manche Ladebildschirme, also manche Spiele sind extrem, was Ladebildschirme angehen.
Und das verdirbt mir so sehr die Laune an dem Spiel. Nehmen wir beispielsweise Prey, habe ich ja jetzt gespielt. Und ich habe, keine Ahnung, alle 5 Minuten ein Ladebildschirm von 2 Minuten gehabt. Und in der Relevation habe ich quasi für das gesamte Spiel, beziehungsweise für die letzte Aufnahmesession, die ich, keine Ahnung, 5 Stunden lang aufgenommen habe, den tollen Effekt gehabt, dass ich, keine Ahnung, doofe Rechnungsmöglichkeiten. Wenn man grob einfach schätzt, ich habe bestimmt das gesamte Spiel über 3-4 Stunden in der, einfach im Ladebildschirm gehangen. Oh ja, scheint gut, gut. Oder 2-3, ja, aber es ist trotzdem, rechnet das einfach mal auf diese Zeit hoch. Man hängt echt lange in den Ladebildschirm. Zu guter Letzt habe ich das einfach nur noch gecuttet. Ich würde sagen, voll auf die Mütze. Natürlich. Ah, ich dachte schon, der macht Quickblow zuerst. Zack. Bam. Das bringt's voll nicht. Und hep. Na toll. Und los geht's. Naja, gut, dass wir den Schaden reduziert haben. Na. Oh no, er hat uns Schaden gemacht. Die Kämpfe gegen die Größen ziehen sich halt immer ein bisschen, muss ich sagen, aber ist nicht so wild. Ich glaube, irgendwann kann man das vielleicht auch ein bisschen upspeeden. Oh, ich hab's rausgefunden. Aha. So, auf dreifach Speed. Alles klar. Oh nein. Ist er besiegt worden? Nee, nicht wirklich. Und jetzt ist er eh wieder vom Level her ab. Dreifach Speed ist vielleicht ein bisschen krass. Man sieht die Moves gar nicht mehr. Aber zweifach im Kampf ist okay. Finde ich gut. So, wir müssen da lang und dann wieder da den Berg hoch. Hm, da ist schon wieder ein goldenes Nest. Aber mir fehlen aktuell halt ein paar Monster. Nicht, dass ich da wieder umsonst durchrenne. Und da ist unser Katzenfreund. Hey! Na, danke dir. Ich kann es nur reparieren. Also, weil du mir geholfen hast, lasse ich dich immer, wenn du meinen Cat whenever you like. Also, wenn immer du willst, kannst du irgendwas auf den Wagen von ihm benutzen. Ach yeah. Okay, alles klar. So viel zur Schnellreise. Okay, ab zurück zum Village. Oh, dann versuchen wir es einfach mal. Use. Ah, und wir können jederzeit hier speichern. Nice. Erstmal einmal zwischenspeichern. Winke, winke.
Und weiter. Fast Travel. Arkham Village. Oh, da geht's aber noch weit. Old Tills, Coal Mine. Alles klar, da sind wir gerade. Map. Müssen wir die anderen noch freischalten? Ja, nice. Abgestürzt. Schnell und sicher. Vielen Dank, dass du unser Car-Service genutzt hast. Ich werde meine Kollegen informieren, dass wir einen neuen Kunden haben. Komm bald zurück. Und außerdem kannst du zu anderen Cat-Travel-Stationen, die du bereits besucht hast. Ich werde hier in Arkham Village sein, wenn du meinen Lift brauchst. Also meine Mitreise.